Hi Max, letzten Montag habt ihr leider einen kleinen Dämpfer bekommen und eine Niederlage einstecken müssen gegen Paderborn. Woran lag es, dass ihr das Spiel nicht gewinnen konntet, beziehungsweise dass ihr Paderborn nicht ausreichend unter Druck setzen konntet? Ja, ich glaube, Paderborn hat es auch einfach ganz gut gemacht. Da braucht man auch sich nicht für schämen, wenn der Gegner es einmal auch gut macht. Und ich glaube, dass so Niederlagen dann auch irgendwo zum Lernprozess dazugehören. Und ja, das wirft uns jetzt aber nicht um und wir gucken weiter nach vorne. Eure Siegesserie wurde jetzt kurzzeitig unterbrochen. Wie habt ihr die Niederlage aufbereitet? Was nehmt ihr Positives mit aus dem Spiel gegen Paderborn? Ja, grundsätzlich war nicht alles schlecht. Es gab auch sehr, sehr viele gute Aktionen. Wir versuchen im Umschalten noch besser zu werden, weil da hat man schon gesehen, dass Paderborn wirklich sehr stark ist. Und da versuchen wir uns jetzt halt Woche für Woche weiter zu verbessern. Euer nächster Gegner ist VfL Osnabrück. Welche Stärken bzw. Schwächen zeigt euer kommender Gegner? Ich glaube, sie sind sehr stark in die Runde gestartet, haben auch viele 50-50-Spiele gewonnen und dadurch halt einige Punkte Anfang der Saison eingefahren, wo wir halt etwas gebraucht haben. Und jetzt seit einigen Spielen läuft es natürlich gar nicht gut für die Osnabrücker. Und dennoch, so ein taumelnder Gegner ist immer sehr gefährlich und wir sind gewarnt und werden die auf gar keinen Fall unterschätzen. Du hast persönlich eine positive Bilanz gegen Osnabrück, 2 Siege und 1 Niederlage. Wie gut siehst du die Chancen, deine Bilanz weiter auszubauen? Grundsätzlich bin ich ein positiv eingestellter Mensch, deswegen glaube ich, dass wir auch alle der Meinung sind, dahin zu fahren, um den Sieg zu holen. Und ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen und so auch das Spiel am Wochenende gegen Osnabrück. Ich wünsche euch viel Erfolg am Sonntag. Vielen Dank.